Moin moin ihr Lieben und willkommen zurück zur Formel 1, heute mit dem großen Preis von Frankreich. Es geht nach Europa und hier sind wir unterwegs als WM-Dritter. Nur noch 25 Punkte trennen uns zu Sebastian Vettel nach unserem Rennsieg in Kanada. Und nun wollen wir natürlich weiter aufschließen. In der Konstrukteurswertung sind wir ziemlich deutlich vorne. Mittlerweile rund 2 Doppelsiege vor Mercedes in der KWM. Allerdings sind sie in der Entwicklung ein bisschen stärker am Voranschreiten als wir, bauen den Vorsprung da minimal aus, aber nichtsdestotrotz im Qualifying können wir einigermaßen gegenhalten. Hamilton und Bottas, die holen sich jedoch die Startreihe 1, wir allerdings auf der 3 gar nicht so weit entfernt, Ocon dann auf der 4, Vettel nur auf der 5 vor Ricciardo, Gasly und Sainz, Nick de Vries dann vor Danny Kwiat, Alex Albon und Lando Norris, Lance Stroll vor Max Verstappen, Perez und Jack Aitken, dann Giovinazzi vor Russell, Grosjean und Magnussen und ganz hinten in der letzten Startreihe Leclerc vor Latifi. Und damit, ihr Lieben, wünsche ich viel Spaß hier beim Großpreis von Frankreich in Paul Ricard. Bei der Aston Martin mit einem schlechten Start. Ocon halt gerade richtig deutscher Schumacher einfach. Das ist halt eine richtige Rakete gerade. Irgendwas ist mit Sepp passiert. Und irgendjemand hat Ocon Porridge gegeben. Und Vettel holt sich wieder 2 Plätze. Alter, ein richtiges Hin und Her. Zum Glück sind wir jetzt dadurch jetzt deutlich vor Vettel. Das hat auch schon mal im Multiplayer gegen Andy funktioniert. Und hier auch schön gegen Ocon, Digi. Oh Mann, aber ich habe hier keinen ERS, um mich zu verteidigen. Ich komme näher ran an Bottas. Mir ist erstmal wichtig, die Lücke zu Vettel zu schließen. Die ist halt gigantisch. 25 Punkte immer noch. Zu Hamilton habe ich 3 Punkte Rückstand. Das geht schon eher. So oder so, P2 ist besser als P3. Weisheiten mit Dave. Hole ich jetzt auf? Nein, nicht zu Hamilton zumindest. Ich habe eben auch in Sektor 1 Zeit verloren, dadurch, dass ich im Zweikampf mit Ocon war. Also, vielleicht hole ich insgesamt trotzdem ein bisschen Zeit raus. Gucken, wie die Verbesserung in Sektor 1 jetzt ist. Ungefähr gleich auf mit Hamilton wäre ich jetzt. So, beim DRS-Messpunkt leider weit hinter Bottas gewesen dann. Ja, leider wieder vergessen, den Motor zurückzuändern.
Haben wir roundabout 60% jetzt drauf. Ohne die wären wir jetzt ein minimales Stück näher dran an Bottas. Er wird wahrscheinlich sonst jede Runde funken, dass der Motor Abnutzung hat. Auf geht's. Moin, Kevin. So, schauen wir mal. Wenn ich ein bisschen freie Fahrt habe, dann haben wir dadurch jetzt einen kleinen Vorteil. 1,9 Sekunden schneller Stopp. Schon mal sehr gut. Ich zweifle zwar, dass ich an Hamilton vorbeikomme über die Strategie, aber vielleicht ja an Bottas und das ist das Ziel. Moin, Inhalator. Vettel wird derweil unter Druck gesetzt von Daniel Ricciardo, also der zweite Renault ebenfalls. Sehr flott unterwegs in diesem Rennen, der zweite Renault. In der Realität für mich Daniel Ricciardo so ein bisschen der Mann der Saison bisher. Unglaublich stark gefahren. Nur einmal einen klaren Schnitzer drin gehabt, im zweiten Silverstone-Rennen. Ansonsten einfach blendend unterwegs. Spätestens wenn er grinst, dann ist er auf jeden Fall blendend unterwegs. Ricciardo mit Harten unterwegs. Und bei Hamilton bin ich, glaube ich, ein bisschen sogar näher gekommen. Ein paar Zehntel rangekommen. Das ist sehr gut. Some information on Russell. They seem to have an issue. Okay. Oh, jetzt keine Virtual Safety Car Phase, bitte. Oh, das ist ein anderes Auto. Oh, Hamilton hat Schaden! Oder was? Ja, Hamilton Flügelschaden.
Sebastians Inn für his stop. Damit die Siegchance. Puff, Tata, ey. Undercut gegen Bottas funktioniert. Oh je, keine 3-Sekunden Strafe. Komm mal, das wäre lächerlich. Vettel jetzt klar vor Ricciardo. Das hat auf jeden Fall geholfen, diese Boxenstops haben ihm da ein bisschen in die Karten gespielt. Ja, trotz etwas älterem Motor, mittlerweile 60% voll gemacht. Da kann ich absolut nichts dafür. Und das gucken wir uns aber trotzdem mal in der Sofortwiederholung an. Was macht Bottas hier? Also hier ziehe ich ein bisschen zu. Das definitiv. Aber hier bin ich halt außen am Curb. Ich bin klar vorne. Und er fährt mir einfach straight rein. 0 Punkte für Mercedes confirmed an diesem Rennwochenende. Oh Gott, die Sensation, wenn Renault hier einen Sieg holt in Frankreich. Uff, Tata. Französischer Fahrer im Renault. Das wär's. Heia. Und DJ Bench. Subbt in den 12. Monat rein. Unser erster Jahrestag. Ehre, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Jetzt schön vorne bleiben, bitte. Mit Mercedes dazwischen wäre besser gewesen gegen Vettel. Das stimmt. Aber in erster Linie freue ich mich für die KWM, Digga. Aber ja, stimmt. Für die Fahrermeisterschaft wäre es auf jeden Fall gut. Mit einem Mercedes oder mit zwei Mercedes zwischen uns eigentlich. Ja. Aber ich möchte mich nicht beschweren. Ich habe jetzt 7 Punkte dadurch gut gemacht, dass Hamilton ausgeschieden ist oder zurückfällt. Dadurch hat Vettel den Schritt von 5 auf 4 gemacht. Das heißt, da hat er 2 Punkte geholt und jetzt halt nochmal von 4 auf 3 durch Bottas Fehler. Und hat da jetzt auch nochmal 3 Punkte geholt. Das heißt, 5 Punkte plus. Bei mir sind 7 Punkte plus. Ich bin zufrieden. Und vielleicht sogar nochmal extra 3 Punkte plus, weil vielleicht Bottas hätte... Vielleicht hätte Bottas ja das Ding für sich entschieden, das Rennen. Noch vorhin im Training oder Qualifying gesagt, ja gut, Renault gewinnt bei mir keine Rennen, aber trotzdem sind sie viel zu stark gemessen für ihre Performance-Dings. Moin Manu. Und jetzt passiert das oder was?
Okay. FIFA-Momentum gibt's jetzt auch in F1. Falls man mal eine französisch-französisch-französische Kombination hat. Bam. Frag mich, ob Rosberg in F1 2016 in Hockenheim zum Beispiel so unbesiegbar war. Sogar schneller als Vettel. Das heißt, Ocon ist halt legit schneller als beide Aston Martin Autos jetzt. Ja, so viel zum Thema auf 108 mehr reden und weniger tryharden. Wer hätte damit gerechnet, dass Ocon so krass wird? Albon ist immer noch hinter Vettel. Oh, ich dachte, Albon und Sainz hätten Plätze getauscht. Nevermind. Alright, so, 61% bei der ICE. Ist halt schwierig im Windschatten ranzukommen. Gilt halt gerade auch für Ocon, solange ich ERS aktiv habe, schwierig. Da haben wir uns wieder berührt. Da ist er sehr weit nach innen gekommen. Letzte Runde läuft gleich. Der hat sich den Flügel Are you serious? Der hat sich den Flügel geschrottet. Und fährt in der letzten Runde an die Box. Codemasters, please. Honestly, also nein. Der kann nicht in der letzten Runde noch an die Box gehen. Das könnt ihr mir jetzt wirklich nicht erklären, Leute. Cool. Ja, schade.
Nur ein wenig dumm, das ist richtig. Hey, ich werf meinen zweiten Platz weg und werde halt stattdessen Vorletzter. P19 ist ja fast so gut wie P2. All part of the Ferrari Masterplan, ja. Die könnten dadurch sogar jetzt sogar Punkte holen, ne? Ja. Indes ist anzumerken, jetzt hat Vettel wirklich ein bisschen mehr davon profitiert, dass hier alle ausgeschieden sind. Weil ich hätte hier definitiv jetzt die 25 Punkte nach Hause holen können. Vettel wäre sonst bei ja, 3 Autos, die mittlerweile zwischen uns ausgeschieden sind, bei 10 gelandet. Ich habe 7 plus, plus gemacht. Vettel mittlerweile 8 plus gemacht. Hält sich aber grob die Waage. Das ist halt aber schade für Ocon. Aber trotzdem, für uns ist es dann halt Sieg nur 2 in Folge. Stimmt. Ehre. Und wir sind weiter im WM-Kampf. Und Lewis Hamilton weniger. Puh, schönes Ding. Ah ne, 20. ist es, sorry. Nicht 19. habe ich mich gerade verrechnet. Hat jemand angemerkt? Nee, aber Explo hat geschrieben, 2. von hinten. Deswegen ist mir das aufgefallen. Und die GGs trudeln ein. Merci, Leute. Anthony Davidson, a resounding victory today. What set them apart from the rest? Well, this was a real team victory. They put together a solid strategy. Ja, Team Victory. An mir haben sich die Leute kaputt gemacht. Hamilton an einem Williams, glaube ich. A shining example of how F1 really is a team sport. Weißt du? Die zwei Leute machen sich an mir den Frontflügel kaputt, einer an einem Williams. Das war ein richtiger Team-Victory, ey. Kann man so auch sehen, ey. Oh, Mann. Nächstes Rennen ist, glaube ich, dann Österreich. Boah, wenn das nächste Rennen Österreich ist, ich hab Bock drauf. So. And after this round of the World Championship, hip. Jupp, Österreich. Nice, dann fahren wir auch Österreich noch heute. So, gucken wir uns mal die Standings an. Mittlerweile dann vereint vorne. Lewis Hamilton verliert unheimlich viel Polster. Valtteri Bottas noch mehr quasi jetzt zu Ricciardo, was halt sehr übel ist, weil jetzt sind es noch 8 Punkte zwischen den beiden. Ja, Nick de Vries, da geht's nach vorne. Alex Albon mal mit einem guten Ergebnis. Also Red Bull richtig gut aufgeräumt. Und 362 Punkte in der KWM. Alpha Tauri war schon vor Ferrari. Das ist nur falsch. Red Bull ist aber vielleicht tatsächlich sogar jetzt an McLaren vorbei und an Racing Point. Und McLaren an Racing Point auch? Ja, Tatsache. Sainz mit 12 Punkten, also McLaren ist auf jeden Fall jetzt an Racing Point vorbei und Red Bull vermutlich an McLaren und Racing Point. Jo, Max Verstappen mit 1 Punkt. Immerhin. Boah, also der Nerf hat, wie gesagt, in meiner MyTeam-Karriere richtig hart bei Ferrari angesetzt. Uff. Ja, aber heute 0 Punkte für Ocon, das finde ich unglaublich schade. 0 Punkte für Bottas und 0 Punkte für Hamilton. Ja, vor allem 0 Punkte für Ocon finde ich halt extrem schade, weil zum einen hätte er uns natürlich in der WM weiterhelfen können, dann hätten wir jetzt nicht 18, sondern 15 Punkte Rückstand gehabt zu Vettel. Natürlich darüber hinaus halt Podium für Renault, ne? Podium für Renault, Podium für Ocon in Frankreich. Auch wenn Ocon jetzt nicht unbedingt der Fahrer ist, den ich für mich persönlich als den sympathischsten eingespeichert habe. Heißt nicht, dass ich ihn unsympathisch finde, aber dass ich zumindest keinen sympathischen Ersteindruck von ihm gewonnen habe. Man kennt die Leute ja nicht. Trotzdem hätte ich es ihm gegönnt. Ist halt aber nur ein Spiel. Insofern, mal gucken, vielleicht klappt es ja auch in der Realität. Ansonsten, er sollte sich damit beeilen, weil ab nächster Saison wird es bei Alpine dann richtig heftig, wenn Alonso reinkommt und dem halt komplett um die Ohren fährt. So, ich schneide jetzt nochmal kurz ein Thumbnail raus und dann lassen wir uns beglückwünschen von Claire zu diesem wunderschönen Rennsieg Nummer 4 die Saison. Ha! Amazing performance out there. Ah, schade.
easy. You and your teammate took the top two positions today. Richtig. Have you got the best car out there? The whole team is just fantastic. Your team must be ecstatic with how you're performing. Ja. Do you have any comments about this team? Mercedes. Ja. Great team with strong legacy. Podium finish for your teammate. Man muss sich Will halt you be celebrating with them tonight? Man muss sich halt Folgendes überlegen, wenn Mercedes, ich glaube, nächstes Jahr noch einen KWM-Titel holt, und dieses Jahr, dann haben sie seit 2010, dann wären es schon 12 Saisons, dann haben sie in 12 Saisons so viele KWM-Titel geholt, wie, ich glaube, McLaren in der gesamten Existenz in der Formel 1. Das ist krass. Ja, ich beantworte nichts spezifisch, weil ich möchte keine Departments Great. Loben well, oder... andere dadurch indirekt halt beleidigen, in Anführungszeichen. So. 5 Punkte gegen Bottas geholt in der Dings, 2,36 Millionen extra Sponsorengelder, meine Güte. Und hi, Happen, das Auto wird verbessert. Ich glaube in Österreich. Oh Gott. In Österreich. Okay. Uff. Ja, wir haben ein ultimatives Upgrade bekommen, was die Motorleistung angeht. Wir haben ein ultimatives Upgrade für Rear Downforce, für Abtrieb hinten bekommen. Und ich glaube, hier haben wir ein ultimatives Weight Reduction Upgrade bekommen. Kann man mal machen. Kann man mal machen. So, ja komm, hier rushen wir uns auch nochmal durch die Entwicklung. Die Ressourcenpunkte, die liegen ja eh hier entspannt rum. Und ganz kurz, Corporate, Finance History. Ah, ich habe ja relativ viel ausgegeben, ne? Aber was ist, wenn ich jetzt eine neue Woche starte? Können wir noch nicht, schade. Weil direkt das nächste Rennen schon anfängt. So, dann machen wir Driver Promotion Filming. Podium Celebration Party machen wir auch nochmal. Und dann sind alle happy. So. Our new parts have been completed without issue. They'll be on the car ready for the next race weekend. Alright. 3 Upgrades parallel können wir auch mal machen. Aber ich brauche natürlich genug Geld, um Vettel weiterhin im Team zu beschäftigen, weil sonst ist er halt aus dem WM-Kampf raus. Es sei denn, er ginge zu Mercedes, dann würde der WM-Kampf wieder so ein bisschen aufflammen. Aber schauen wir mal, wie es nächstes Mal in Österreich läuft. Ich bin mal gespannt auf das Qualifying, ob wir unter eine Minute kommen. Ansonsten war das ein wunderschönes Rennen in Frankreich. Leider mit ein paar KI-Aussetzern, Bottas und Ocon haben sich leider aus dem Rennen geschossen. Bei Hamilton weiß ich nicht genau, was passiert ist. Das schien auch so, als wäre da irgendwas... wahrscheinlich hat da einer einen Motorschaden oder so gehabt und er ist halt ungebremst reingefahren, hat dann Flügelschaden gehabt. Und nur noch 18 Punkte zu Vettel. Also es wird doch nochmal ein bisschen spannender. Mal gucken, wie es ausgeht. Für alle Leute auf YouTube, danke, dass ihr dabei wart. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Beim Abo raushauen, beim nächsten Mal wieder dabei sein. Bis demnächst.